Herr Birocker, Ihre Mannschaft hat in den letzten 4 Spielen 3-mal gewonnen. Jetzt geht es im Derby gegen die Spielvereinigung Unteraching. Wie geil ist Ihre Mannschaft aus diesem Spiel? Erstmal sehr positiv, wie wir rausgekommen sind in die Rückrunde. Wir sind jetzt momentan oder waren 5. Nach dem Sieg jetzt von Halle sind wir jetzt 6. In der Rückrundentabelle ist es schon positiv, weil man sieht, dass Entwicklung einfach da ist. Aber wir wissen ganz genau, wie schwer es morgen wird. Und Unteraching ist ja eigentlich die letzte Chance, dass sie nochmal in den Aufstiegskampf nochmal eingreifen können. Also von dem her wissen wir schon, was uns erwarten wird. Aber wir sind, glaube ich, auch gewappnet und haben auch Selbstvertrauen, haben auch Überzeugung, dass wir morgen ein gutes Spiel machen können. Ihre Mannschaft liegt noch hinter Haching, aber ist es Haching dann Favorit oder wie sehen Sie das? Oder ist Ihnen das egal? Ja, momentan, glaube ich, bewegen wir uns relativ auf Augenhöhe. Ich denke, es waren schon mal Zeiten, wo wir Unteraching mit dem Fernglas haben suchen müssen, weil sie relativ weit vorne waren. Mittlerweile ist es so, dass wir uns dahin gearbeitet haben und Unteraching rangearbeitet haben, auch wieder im Mittelfeld gut dabei sind. Es ist sehr eng jetzt momentan mit 37, 38, 39 und so weiter. Oerdingen lässt unheimlich viele Punkte liegen. Also sind mittlerweile auch wieder in Reichweite. Also ist momentan sehr, sehr spannend, die Liga. Können Sie denn auf den gleichen Kern zurückgreifen wie zuletzt beim 1-0 in Wiesbaden? Ja, alle Spieler sind fit. Also soweit passt es. Henne wird noch ein bisschen brauchen, aber ist jetzt auch auf einem ganz guten Weg. Aber soweit sind alle hergestellt. Und Sascha Mölders ist auch wieder aus der Kühlbox raus? Ja, den haben wir wieder aus der Kühlbox rausgeholt. Heute haben wir ein bisschen weniger machen. Ist klar, das Spiel in Wien war sehr anstrengend für die Mannschaft, weil wir doch sehr intensiv verteidigen mussten über 90 Minuten. Und dementsprechend haben wir heute weniger machen und werden morgen auch wieder einigermaßen frische Beine haben. Wie stark ist Haching wirklich jetzt aus Ihrer Sicht? Die haben ja eine super Vorrunde gespielt, jetzt in der Rückrunde ein bisschen eingebrochen. Wie stark ist Haching wirklich? Ja, sie haben jetzt in der Hinrunde gezeigt, wie stark sie sein können, dass sie viele Mannschaften in der Liga schlagen können, dass sie vor allem sehr viele Entscheider haben in der Mannschaft, so wie Stefan Hein zum Beispiel, wie Pigalke, wie Schimmer, wie Masaya, die immer wieder auch gefährliche Momente nach vorne haben, die ihr Spiel auch durch individuelle Aktionen entscheiden können. Dementsprechend, das macht Unteraching so gefährlich, weil du sie eigentlich über 90 Minuten ganz schwer ausschalten kannst. Hier auf der gegen Strömling, das ist ja immer 1-1 ausgerundet, morgen mal einen Sieg gegen Klaus. Ja, das werden wir sehen. Ich glaube, der Klaus wird jetzt auch mal einen Sieg wünschen gegen mich. Aber wie gesagt, das werden wir jetzt morgen erleben. Ich denke, dass momentan beide Mannschaften heiß sind auf das Spiel. Beide Mannschaften freuen sich drauf und ja, es ist immer schön, wenn es ein Derby gibt. Wie es gerade läuft, seid ihr leichter Favorit? Ja, Derby ist immer 50-50. Im Hinspiel war es ja auch so, da war Unteraching vor uns gestanden. Und trotzdem war es für mich ein 50-50-Spiel und genauso ist es jetzt. Und Unteraching hat nochmal eine Möglichkeit, was ich gerade gesagt habe, vorne anzugreifen, wenn sie uns schlagen. Dann haben sie vielleicht nochmal die Möglichkeit, vorne mit einzugreifen oder ja, mit einzugreifen in den Aufstiegskampf. Und das werden sie unbedingt wahrnehmen wollen. Und wir wollen einfach weiterhin an die Form anknüpfen der letzten Spiele. Wie können sie beim Sieg überholen? Das ist schon ein Anspruch, oder? Ja, aber sie haben noch ein Spiel weniger. Also das Spiel noch gegen Cottbus, also von dem her. Und wie gesagt, mir ist es auch relativ egal. Wir wollen klettern, wir wollen weiterhin daran glauben, dass wir Punkte holen können. Und das hat die Mannschaft mittlerweile ein bisschen verinnerlicht, dass wir ja, sehr gut angekommen sind jetzt in der Liga und diesen Trend wollen wir jetzt einfach fortführen. Aber gibt es denn so ein Ziel, so Platz 5 ist ja glaube ich die Qualifikation noch für den DFB-Pokal jetzt über diese Schiene? Oder sagst du, du willst beste bayerische Mannschaft werden oder bester Aufsteiger oder gibt es da irgendwas? Ich glaube Platz 4, oder? Ach, sogar. Platz 4? Platz 4, glaube ich. Okay. Ja, 4. Das ist jetzt momentan nicht das Ziel, weil wir da auch relativ weit weg sind. Das Ziel ist für mich einfach, das nächste Spiel zu gewinnen. Das ist für mich das alles Entscheidende. Ich schaue jetzt nicht, was am Ende ist, das werden wir dann sehen. Aber für mich ist immer das nächste Spiel entscheidend und auch die Entwicklung von der Mannschaft. Das ist für mich entscheidend und ja, da sind wir momentan auf einem guten Weg. Das ist eine englische Woche, muss man da rotieren jetzt? Wie siehst du das? Ja, ich glaube beim zweiten Spiel noch nicht, weil ich denke, dass jetzt immer noch genügend Reserven im Tank haben. Aber klar, in Würzburg, wo Würzburg auch sehr intensiven Fußball spielt, sehr körperbetonten Fußball spielt, da kann schon sein, dass sich eine oder andere Position dann auch ändert. Weil vor allem, es sind auch Spieler hinten dran, wie Markus Thierz, wie Aaron Berzel, die es auch verdient hätten, auch mal wieder von Beginn an zu spielen. Also von dem her habe ich schon die Möglichkeiten, auch zu wechseln. Ist dieses Spiel jetzt ein richtiges Derby für dich, jetzt 60 Haching? Klar, ist ein Derby. Ja, es war genauso wie letztes Jahr gegen Bayern München 2. Wenn zwei Mannschaften eng zusammen sind, dann ist es einfach ein Derby. Klar. Und ich hatte auch schon Derbys in der ersten Bundesliga. Das muss ich mal überlegen. 2000 habe ich noch mit 60 in der ersten Liga und dahin gespielt. War auch eine tolle Geschichte. Aber ja, beide Vereine kämpfen jetzt momentan in der dritten Liga und ja, das nehmen beide Vereine auch an. Mit dem Tommy Stahl fällt der Spieler aus Brachim, den du ja sehr gut kennst und erschätzt. Wie groß ist der Vorteil für euch oder sagst du den Gegner vielleicht ersetzt? Ja, Molly ist ja bei uns auch verletzt. Also wie gesagt, ich glaube, dass über eine ganze Saison musst du einfach damit zurechtkommen, dass einmal Spieler ausfallen. Das ist bei uns so, das ist bei Unteraching so. Und ich denke schon, dass sie noch Möglichkeiten haben, hinauszufallen. Weil ansonsten, ja klar, Jim Patrick Müller fehlt ihnen noch, glaube ich. Ja, ansonsten schaut es eigentlich trotzdem immer noch relativ gut aus bei ihnen. Also, und ja, es ist auch eine Mannschaft, die Mentalität hat. Also ich denke schon, dass sie es auch aufgefangen kriegen.
Wie viele Punkte braucht man denn jetzt für den Klassenhalt? Bist du schon am Rechnen oder geht es nicht so weit? Ich rechne noch nicht. Also, es sind noch so viele Spiele, ich fange mal an zu rennen. Wenn es aber wirklich relevant wird, dann fange ich vielleicht mal an zu rennen. Aber die Liga ist einfach so unberechenbar, wenn man sieht, wie viele Mannschaften auch von unten, Mannschaften von oben schlagen. Also jetzt wie viele Mannschaften eigentlich schon 37, 38 Punkte haben, das ist schon außergewöhnlich für eine Liga. Und dementsprechend, ich sehe, dass Braunschweig einfach die Mannschaft ist, die 28 Punkte hat und Braunschweig einfach den Kader hat, um einfach einen Lauf zu starten. Und dementsprechend müssen wir weiterhin sammeln. Also werden 43 möglicherweise gar nicht reichen? Poh, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich denke schon, so 44, 45 müsste brauchen müssen. Mhm. Aber jetzt nennt das ja noch, dass man auch noch mehr braucht. Also das war gesagt, ja euer Richtzahl 43 eigentlich so. Ja, ich habe es mittlerweile auf 45 hochgeschraubt, um Sieger zu gehen. Ja, ihr trefft ja eigentlich fast jede Woche auf irgendwelche ehemaligen 60er am vergangenen Wochenende auch. In Unterhaching sind natürlich besonders viele. Ist das irgendein Vorteil, wenn man da so viele kennt? Umgekehrt ist es ja nicht unbedingt so. Nein, es ist schön. Schade, dass Domi nicht spielen kann, sage ich auch ganz ehrlich. Also, auch wenn ich jetzt der gegnerische Trainer bin oder vom gegnerischen Verein bin, ich habe mir schon gewünscht, dass Domi spielen kann, weil man wünscht keinem Spieler eine Verletzung und gerade Domi nicht, weil wir doch sehr, sehr befreundet sind und mit Stefan Hein habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis. Markus Schwabel war hier Spieler, also auch, haben wir auch super verstanden. Also es sind viele Jungs, die ich auch gerne mag und ich glaube auch mit mir kein Problem haben, aber die 90 Minuten ist natürlich das erstmal zweitrangig und da will jeder wird sein Spiel gewinnen oder für seine Mannschaft das Beste rausholen und danach werden wir uns die Hand geben und dann ist es in Ordnung. Es ist eigentlich ein bisschen schade, dass so ein Spiel nicht live übertragen wird. Also ich klammer jetzt mal Telekom Magenta Sport aus. Ist das, weil der Bayerische Fernsehen wäre prädestiniert, so ein Spiel zu übertragen, oder? Ja, ist schon ein bisschen schade, weil gerade am Anfang waren halt sehr viele Übertragungen auch vom Bayerischen Fernsehen und ich glaube schon, dass viele sich auch für das Spiel interessiert hätten. Aber es ist halt so, ich meine, ich kann man jetzt nicht beeinflussen, aber es ist schon ein bisschen schade, dass es dann nur auf Magenta Sport kommt. Bitte? Achso, ich habe gar nicht gewusst, was es ist. Ich sag, damit beschäftige ich mich gar nicht. Also kann sein, ja. Vielleicht deswegen. Also, wie gesagt, das ist halt die Entscheidung vom Bayerischen Rundfunk und das ist zu respektieren. Dann ist auch beide Spiele unter der Woche. Findest du ein bisschen schade oder sagst du Flutlicht schon? Ja, einerseits ist immer, wenn Flutlicht angeht im Grevaller Stadion, ist schon was Besonderes. Das ist ein besonderes Flair. Und ich finde schon, dass es eine tolle Atmosphäre ist und danach ist ja nochmal Champions League, also hat ein bisschen was von Champions League vielleicht. Ein kleiner. Ja, Mini-Champions League. Mini Champions League in Giesing, ja. Das gab es auch noch nicht. Ja. Haben wir was Neues. Der Trend spricht ja so ein bisschen für euch. Wie schätzt ihr das Spiel morgen ein? Ja, die Frage habe ich eigentlich vorher schon ein bisschen so angerissen, dass Derby immer 50-50 ist, egal welche Mannschaft wo steht, egal welche Mannschaft in welcher Ausgangsposition ist. Das ist immer ein Spiel auf Augenhöhe, weil beide Mannschaften das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Und wir haben absolut Respekt vor Unterhaching, aber ich bin auch überzeugt von meiner Mannschaft, auch von der Form momentan von meiner Mannschaft, dass wir Unterhaching schon Probleme bereiten können morgen. Gibt es einen Spieler denn bei Haching, den man gerne bei 60 sehen würde? Ja, nein, ich denke, der Klaus wird vielleicht den einen anderen Spieler von uns gerne haben wollen. Und da laufen auch ganz gute Jungs rum. Aber es ist so, wie es ist. Und ich glaube, alle Spieler, die momentan bei beiden Vereinen spielen, sind zufrieden, so wie es ist. Und ja, werden wir versuchen, dann möglichst morgen zu schauen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Okay, passt. Okay.